Willkommen zu einer weiteren Folge vom Let's Drive Need for Speed Hot Pursuit. Ja, diesmal geht's um das Event Escape to the Beach. Mal ein bisschen Strandgefühl ins Let's Drive zu bringen. Und zwar werde ich das langsamste Polizeiauto vom Spiel nehmen, nämlich den Ford Crown Victoria. Ich darf nichts einsetzen, wie man sieht, keine Hagelband, keine Straßensperre oder EMP. Wetter sonnig und ja, dann warten wir noch auf das Laden und dann können wir auch starten. Ich habe jetzt übrigens auch mal alles leiser gestellt. Sollte es zu leise sein, ja, ich weiß nicht, was das ist. Letzter Ort, würde ich sagen. Alle Einheiten, wir haben eine Notfallsituation auf dem Mission Beach. Ja. Ich glaube, diesmal handelt es sich um einen echt richtigen Notfall, wenn ich mich hier schon mit einem Porsche Boxster anlegen muss. Oha. Kontakt. Ja, nee. Ja, das hat jetzt gepasst. Oh mein Gott. Das Ding ist die Klippe rund. Verdächtiger wurde mit einem Strafzettel und Bußgeld verwarnt. Ja, nee. Ja. Das Ding bring ich. Ich bring das Ding mal kurz in die Klippe runter und was gibt's da für Strafzettel? Oh, das geht heute aber fix. Und unser letzter Kandidat. Ah. Hatte Kontakt, mein Wagen ist beschädigt. Nee, Kontakt habe ich jetzt. Was anderes gesagt? Naja, egal. Ich liebe Kurzaufnahmen, da muss ich nicht so viel labern. So, dann wollen wir es auch mal beenden. Einen kleinen Part. Oh. Das kann ja echt nicht mal klappen. Ja, das war's. Tot. Verdächtiger wurde festgenommen. Bring ihn rein zum Verhör. Ja, nee. Na gut, es war zwar ein kleiner, kurzer Part, aber... Übrigens, ich habe mir mal gedacht, wieso Let's Drive, wenn ich auch Let's Playen kann. Ist man nur so eine, so ein Vorschlag von mir. Was haltet ihr von dem Let's Play? Weil... Ich würde es echt mal interessieren, was ihr dazu sagt. Weil ich weiß, es war jetzt ein kurzes Rennen, aber... Trotzdem kann ich mal Let's Playen dann mal alles zeigen. Ja. Ist mal ein Vorschlag, schreibt Kommentare, schickt Videoantworten, wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal.